Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial zur Videobearbeitungssoftware Camtasia Studio 8. Ja, herzlich willkommen zu diesem ersten Tutorial von Camtasia Studio 8. Und wir werden jetzt von Camtasia Studio noch gar nichts sehen, weil ich möchte Ihnen hier die wichtigste Voreinstellung zeigen, bevor Sie überhaupt die Bildschirmaufnahme beginnen. Das heißt, eigentlich wird das erste Tutorial zu Camtasia Studio 8 das nächste Video dann sein. Das ist jetzt wirklich das, was Sie unbedingt tun sollten, bevor Sie die Aufnahme starten. Diesen Trick, den ich Ihnen jetzt zeige. Oft sieht man bei den Bildschirmaufnahmen, wenn man auf YouTube solche sieht, wo etwas erklärt wird, einfach den Bildschirm nicht sehr gut, etwas so schwammig oder so leicht milchig, und oft ist es auch viel zu weit entfernt, als dass man genau etwas erkennen kann. Leider passiert mir dieser Fehler auch hin und wieder, aber dem kann man ganz leicht abhelfen. Da gibt es nämlich einen Trick. Sie müssen den Bildschirm einfach weiter heranzoomen, damit man später das dann auf YouTube besser sehen kann. Da gibt es den einfachen Trick. Das hat jetzt mit Camtasia Studio gar nichts zu tun. Da drücken Sie ganz einfach die Tastenkombination CTRL und das Plus gemeinsam. Ich zeige Ihnen, was jetzt passiert. Ich klicke jetzt hier einfach bei Google irgendwo rein oder egal bei welcher Webseite Sie sind. Jetzt mache ich CTRL und Plus. Jetzt kommt mir der Bildschirm schon näher. Und jetzt sehen Sie viel, viel besser, was ich hier mache. Sie können Google genauer erkennen. Sie können sehen, was ich hier reinschreibe. Das geht alles jetzt viel, viel schöner und ist besser zu erkennen. Ganz einfach durch diesen Trick. Wenn Sie es zu nah herangezogen haben, das kann auch passieren, dann klicken Sie einfach CTRL und Minus. Dann wird das Ganze wieder kleiner. Also das ist der Trick. Bitte unbedingt, bevor Sie die Aufnahme starten, ziehen Sie den Bildschirm weit genug heran, damit man auch wirklich ganz genau erkennen kann, was Sie tun. Und das entscheidet Sie schon einmal bei den Bildschirmaufnahmen von das. Also hier wird der Profi vom Anfänger schon das erste Mal unterschieden und getrennt. Also wenn Sie das machen, setzen Sie sich von der Masse aller, die solche Bildschirmpräsentationen machen, ab. Das war der erste Tipp. Würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, damit Sie auch die nächsten Videos erhalten. Gerne können Sie mir auch einen Kommentar hinterlassen. Kann ich auch Ihre Fragen beantworten, und über ein Gefällt mir würde ich mich natürlich auch freuen. Gut, das war's jetzt. Wir sehen uns im nächsten Video. Einen kleinen Moment noch. Am Ende dieses Videos möchte ich Ihnen jetzt noch meinen kostenlosen Kurs schenken, in dem ich Ihnen genau zeige, wie Sie mit Ihrem Video bei YouTube auf die erste Seite kommen. Was bringt Ihnen das? Garantierte Besucher und zwar einen kompletten Strom ansuchen. Alles, was Sie jetzt tun müssen, ist, klicken Sie auf den Link unter diesem Video, und dann geht's los. Bis gleich.